Ja, die Frage kam auf, woran erkenne ich, ob eine von mir versendete Freundschaftsanfrage abgelehnt wurde? Vorweg ein Hinweis dazu, auch in eigener Sache. Wenn ihr Freundschaftsanfragen versendet und nicht auf Anhieb zu erkennen ist, warum ihr das tut, also keine Verbindung zu erkennen ist, Verbindung wie, ach ja, mit dem bin ich mal bei der gleichen Arbeitsstelle angestellt gewesen oder war da mal mit in der gleichen Schule, in der gleichen Klasse oder war mal der Freund meiner besten Freundin oder die Freundin meines besten Freundes oder irgendwas anderes oder wir sind in den gleichen Facebook-Gruppen unterwegs und mir ist der oder diejenige durch Kommentare und Beiträge schon mal aufgefallen, schon mal untergekommen. Also wenn dann nicht irgendwie eine Verbindung erkennbar ist, dann macht es wirklich Sinn, parallel zur versendeten Freundschaftsanfrage zusätzlich eine Nachricht zu versenden. Dann kann der Empfänger der Freundschaftsanfrage nämlich erkennen, warum ihr das Ganze versendet, worin das Interesse besteht. Das macht wirklich Sinn, das steigert die Chancen, dass Freundschaftsanfragen angenommen werden. Ich nehme beispielsweise Freundschaftsanfragen an, nachdem ich entweder erkenne, jawohl, die Person kenne ich, oder ja, okay, das ist eine gemeinsame Freundin von einem meiner Facebook-Kontakte. Und wir haben zusätzlich weitere Gemeinsamkeiten wie gleiche Interessen, gleiche Hobbys, gleiche Gruppen in irgendeiner Form. Oder aber auch, ja, in Ordnung, ist selbstständig, kenne ich, ist also vielleicht ein beruflicher Kontakt, der da angebahnt werden soll. Oder ich erkenne, ja, wir haben gemeinsame Bekannte, haben überhaupt gar keine Interessen, aber ist ein interessantes Profil. Oder ich merke, ja, ist ein so auf der Suche und stoße auf irgendetwas, was mich wahnsinnig interessiert und versende dann selber eine Freundschaftsanfrage mit einer entsprechenden Begründung. Macht einfach Sinn, Leute. Okay, so viel dazu. Wie erkenne ich denn nun, ob eine Anfrage abgelehnt wurde? Das erkennst du wie folgt. Du gehst einmal hier oben auf Freundschaftsanfragen und dann gibt es hier den Punkt Freunde finden. Unter Freunde finden gibt es wiederum den Punkt gesendete Anfragen anzeigen. Da klickst du drauf. Dann wird dir die Liste der Personen angezeigt, denen du eine Freundschaftsanfrage zugesendet hast und die noch nicht beantwortet wurde. Daraus kannst du folgende Schlüsse ziehen. Wenn du eine Anfrage gesendet hast und weder im vorderen Bereich ein Zuwachs an Freunden zu verzeichnen ist, du auch nicht darüber informiert wurdest, dass deine Freundschaftsanfrage angenommen wurde, gleichzeitig aber die Person aus dieser Liste hier entfernt wurde, hier nicht mehr zu sehen ist, dann kannst du eins und eins zusammenzählen und dann kommst du darauf, dass deine Freundschaftsanfrage nicht akzeptiert wurde. Und um es ganz klar und deutlich zu sagen, es ist auch niemand dazu verpflichtet, eine Freundschaftsanfrage anzunehmen. Dazu ist man nicht verpflichtet. Man ist auch in der nicht virtuellen Welt nicht dazu verpflichtet, jedem zu sagen, sei willkommen, herzlichen Glückwunsch, du gehörst ab sofort zu meinem Bekanntenkreis oder zu meinem Kontaktnetzwerken oder zu meinem Freundeskreis. Man möchte eventuell auch wirklich in bestimmten Bereichen auf Abstand bleiben. Also das ist einfach so. Das ist das Leben. Also dann trag kein Schwarz, verfallt nicht in Trauer, sondern akzeptiert das einfach. Es gibt ganz viele andere Menschen, die ihr dann eventuell stattdessen in euren Kontaktnetzwerken begrüßen könnt. Ja, das dazu. Ihr bekommt also keine ausdrückliche Benachrichtigung von Facebook nach dem Motto, XYZ hat die Freundschaftsanfrage abgelehnt, was ich sehr bedauere, denn ich finde, das ist ein Mindestmaß an Höflichkeit, was man eigentlich normalerweise macht, wenn man in der nicht virtuellen Welt aufeinander trifft und jemanden die Bekanntschaft, die Hand reicht und der andere sagt dann, nein, ich möchte nicht, dann weiß man wenigstens Bescheid.
Und wenn derjenige das dann noch begründet, so nach dem Motto, wir kennen uns nicht und ich möchte daran nichts ändern, weil oder ich nehmen Sie es nicht übel. Also ich habe auch Absagen beispielsweise in anderen Netzwerken bekommen. Die waren ganz klar, ich befreunde mich nur mit Personen, die ich auch in der nicht virtuellen Welt kenne. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Das ist normal. Das ist auch eine höfliche Sache. Also wenn man eine Freundschaftsanfrage ablehnt, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, ich finde es sehr schade, dass da kein Automatismus hinter ist, dass Facebook dann eben nicht die Möglichkeit gibt, wähle aus, ich kenne die Person nicht oder vielen Dank, kein Interesse, weil ich möchte meinen Freundschaftskreis möglichst klein halten hier auf Facebook oder sonstiges. Oder ich möchte dazu keine Angaben machen, wäre auch völlig in Ordnung. Das würde ich persönlich ganz gut begründen, diese kleine Mini-Begründung. Ich würde es einfach höflich finden, weil man macht sich ja sonst Gedanken in irgendeiner Form, im Motto, was ist es, wenn man so jemand in der nicht virtuellen Welt gegenübersteht und man keine Begründung bekommt, fragt man sich ja auch, woran liegt's? Habe ich die Schweinepest? Rieche ich aus den Klamotten? Rieche ich aus dem Mund? Mache ich einen ungepflegten Eindruck? Woran liegt's, dass die Person jetzt mit mir nichts zu tun haben möchte? Und das ist einfach. Ich finde es ganz angenehm, wenn man eine Erklärung bekommt. Aber gut, das ist meine Erziehung. Ich erkläre ganz gerne auch, wenn ich irgendetwas ablehne und irgendetwas mal nicht mache, dann erkläre ich das. Ich bin so erzogen worden, das nennt man Knigge, das nennt man Etikette, das nennt man Höflichkeit, das nennt man auch Erziehung. So viel dazu. Also, ihr wisst jetzt, woran erkenne ich, ob eine Freundschaftsanfrage, die ich versendet habe, abgelehnt wurde. Das war's für heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch, abonniert meine Kanäle, abonniert meine Fanpage, gebt mir ein Seitenlike. Ich freue mich über alles. Meldet euch, wenn ihr weitere Fragen habt. Bis dann. Tschüss.